ich wurde ja schon oft oder öfters als Hacker bezeichnet, aber nicht von 4 Leuten. 4 von 6 Leuten, das ist einfach 2/3 vom Team, die mich einfach als Hacker bezeichnen. Hey Leute, was geht ab? Ihr seht, wir sind schon wieder mittendrin in einer Runde Battle von 1 und es ist einfach mal wieder unfassbar. Ich werde dieses Mal nicht nur von einer einzigen Person, sondern direkt vom halben Gegnerteam als Hacker bezeichnet. Gut, 35-3, ich bin auch ordentlich abgegangen. Und jetzt noch einer, jetzt ist es der 4., der mich schon als Hacker bezeichnet. Als ob ich Aimbot benutzen würde. Ich habe eben nämlich als Boba Fett gespielt. Und, wow, sobald ich anfange aufzunehmen, sterbe ich natürlich direkt erstmal. Master Yoda war never plays so well. Hä, woher will der mich denn kennen? Gut, man spielt halt eben mehr oder weniger immer mit denselben Leuten, aber trotzdem, als ob der so sehr auf mich dann geachtet hätte, dass der genau wüsste, wie gut ich immer spiele. Ja, ich habe 2-mal als Boba Fett gespielt und bin dann halt eben richtig abgegangen, weil mich Palpatine die ganze Zeit immer wieder hochgeheilt hat, sodass ich relativ lange am Leben sein konnte und dann halt eben die ganze Zeit die normalen Soldaten töten konnte. Und die Runden haben sich ja immer erst ganz am Ende entschieden. Das heißt, ich habe die ganzen 3 Minuten lang Leute killen können. Shit. Also jetzt sagt er nochmal SC14 No Recoil oder was? Ja, was denn? Aimbot oder no Recoil? Wie will er das denn so genau sehen oder was? Mittlerweile gebe ich mir auch gar nicht mehr die Mühe, da irgendwie den Leuten zu antworten oder sowas. Es reicht nicht, wenn irgendwie ja fast das gesamte Gegnerteam mich als Hacker bezeichnet, obwohl ich einfach nur ganz normal spiele. Also genau, der Palpatine hat mich dann halt eben die ganze Runde immer wieder aufheilen können und es hatten sich, glaube ich, einmal Chewbacca und Lando und dann einmal in der anderen Runde Chewbacca und hier Nump verschanzt im Inneren und da pushe ich ja dann nicht rein, erst recht nicht mit dem Boba Fett, weswegen ich halt eben dann die ganze Zeit, zack, die ganze Zeit die normalen Truppler wegmachen konnte und Palpatine hat mich die ganze Zeit wieder aufgeheilt und so konnte ich dann halt eben die ganzen Kills zusammenbekommen. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich so viele Kills gemacht habe. Aber gut, anscheinend gibt es da einen bestimmten Punkt, dass man dann als Hacker bezeichnet wird. So, ich nehme jetzt mal nicht Boba Fett, ich nehme nämlich Dengar. Die Typen haben nämlich eben gesagt, dass es typisch für Hacker wäre, immer Boba Fett zu nehmen. Deswegen zeige ich dir mal, dass ich auch so ganz gut spielen kann ohne Boba Fett und ohne meine angeblichen Hacks. So, mal schauen, wie die Runde jetzt hier so sein wird. Aber ich wurde ja schon oft oder öfters als Hacker bezeichnet, aber nicht von 4 Leuten. 4 von 6 Leuten, das ist einfach 2/3 vom Team, die mich einfach als Hacker bezeichnen. Aber ich muss hier jetzt in der Runde, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger spielen. Chewbacca und Lando. Und ich bin halt eben nicht so, zum einen nicht so mobil, wie halt eben Boba Fett. Und halt eben kann ich nicht von weitem Schaden machen. Zum einen keine Rakete, also die Handgelenksrakete meine ich. Und zum anderen halt eben kein EE3 Blaster, mit dem man auch auf weite Distanz gut Schaden machen kann. Naja, aber wenigstens kann ich ja hier von oben jetzt. Ah, shit, wo kommt Luke auf einmal her? Hä? Oh, jetzt kommt auch noch Lando. Ist klar, warum kommen die alle auf einmal? Boah, der kann was erleben. Ja, der hat mich nicht mit seinem Schock erreicht. Komm schon, komm schon. Oh, das wird sau knapp. Wie viel Leben hat denn Chewbacca, bitte schön? Oh, wieso konnte ich den. Ah, er ist tot, gut. Ich wollte gerade sagen, da habe ich extra meine Fähigkeit noch eingesetzt. Und konnte den dadurch nicht killen. Ich hole mir, glaube ich, schnell das Leben. Hoffentlich macht er nicht seinen Superschuss auf mich, der Lando. Gut, perfekt. 65 wieder. So. Den machen wir auch noch schnell weg und dann gucken wir mal, ob wir hier bei Palpatine lieber bleiben. Der hat mich ja eben, wie gesagt, die ganze Zeit als Boba Fett immer aufheilen können. Schade, dass ich da nicht schon aufgenommen habe, dass ihr da jetzt nicht seht, wie gut ich da mit Boba Fett abgegangen bin. Aber gut, ihr habt es ja gesehen, 35-3, ich habe schon einige Kills machen können. So, vielleicht gibt er mir wieder Leben, jawohl. Dankeschön. Das ist ein geiler Palpatine. Der hält mich gut am Leben und ich glaube, wir pushen rein, oder? Oh ja, Luke hat nicht mehr viel Leben. Der wird jetzt sterben. Tschüss. Und dann schnappen wir uns jetzt, glaube ich, zusammen Lando, würde ich sagen. Sollte man vielleicht aufpassen. Oh, da ist er ja direkt. Gut, ich wollte nämlich gerade sagen, sollte man aufpassen, dass er seinen Power Blast nicht macht. Aber wenn er hier sowieso direkt um die Ecke steht, machen wir den doch zusammen easy fertig. Nice. Gut, jetzt wieder als normaler Sturmtruppler. Finde ich immer den langweiligsten Part bei Helden vs. Schurken, weil. Ja, je nachdem, wenn man auf so einen Chewbacca oder Bosco oder sowas trifft, kann man meistens einfach so oft immer drauf gehen. Sag ich ja. Man geht einfach so schnell und so oft drauf in Helden vs. Schurken. Aber 45-7. Nicht schlecht. Ich glaube, mein Rekord ist irgendwie was mit 60 Kills in Helden vs. Schurken. Oder zumindest
den Rekord, an den ich mich erinnere. Mal schauen, es ist ja ein ausgeglichenes Game. 15 Kills würden dann noch irgendwie fehlen. Oder es war vielleicht irgendwie ein bisschen mehr als 60, ich weiß nicht mehr genau. Aber wenn ich jetzt nur ein oder zweimal als Held reingehen könnte, wäre das vielleicht was, soweit. Na, das sieht nicht gut aus. Nur Darth Vader lebt, der ist tot. Jawohl, ein bisschen Schaden konnte ich machen. Mist. Boah, Vader hat gerade übelst kassiert von Luke, glaube ich. Das sind ja noch alle drei Helden leben ja auch noch. Ja, das geht nicht gut aus. Schade. Ja, und ich nehme jetzt wieder, glaube ich, Dengar. Wir lassen denen hier mal keine Chance, dass die mich hier weiter als Hacker bezeichnen können. Aber ich glaube halt eben, da bringt auch nichts, da irgendwie zur Antwort zu schreiben, ey Leute, ich hack nicht oder so. Die haben sich ihre Meinung gebildet und gut ist. Mich stört das halt eben auch nicht. Spricht der eigentlich nur für mich. Ich nehme das irgendwie immer als Kompliment, dass ich dann, ja, so gut spiele, dass die Leute halt eben denken, ich würde hacken. Ist halt eben bei Battlefront 1 auch, ja, meistens halt eben ein bisschen schwierig zu identifizieren, wer hackt. Mit halt eben, habe ich ja schon oft gesagt, Berserker auf Stufe 3, da kann man Leute halt eben auch öfters one-shotten. Deswegen kriegt erstmal hier die zwei meine volle Ladung wieder ab. Das ist hier das Amok-Attacke, heißt das, glaube ich. Oh shit, keine Fähigkeit mehr verfügbar. Amok-Attacke ist richtig, richtig stark. Sofern man halt eben ein paar Meter vor dem Gegner steht. Oh, der hat nicht mehr viel. Den schnapp ich mir. Nice. Und jetzt wäre nice, wenn Palpatine nochmal Leben gibt. Da hat er aber, ich glaube, Vader hat es nötiger, oder? Ja, komm, der kann das nicht nehmen. So. Deckt jetzt mal meine Bomben wieder ab. Die Attacke kriegt er auch noch. Und, ah, Mann. Schade. Oh, shit, nur Palpatine lebt. Scheiße. Nein, was? Oh nein, Alter, warum habe ich so aggressiv gespielt? Jetzt haben wir das Spiel direkt schon verloren. 47-9 nur. Also in Anführungszeichen 9. Eigentlich mega krasse Runde, ja. 47 Kills, 9 Tode nur. Ich dachte, da könnte jetzt nochmal irgendwie ordentlich was abgehen oder zumindest die 60 Kills noch bekommen. Aber was soll's. Dann hoffe ich, die ja, relativ kurze Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.